people, great job. Nice, we're still in business. Very well done. All of you, very, very non-incriminating. Yes, that's the word I'm looking for. You know, it's ironic given we, maybe now's not the best time to discuss irony. God, what is wrong with me, you know? I'm usually such a high achiever, you know, for a criminal. So, before we remove Professor Rashkovsky from his unwelcome stay in prison, we've got to clean up a few other loose ends pertaining to the case. Yes, it's a killing, but no, it's nothing immoral at all. Just lawyers. Well, the professor's old business associate and two lawyers, but really it's all the same. I mean, I always say, if you can't kill a couple lawyers to bend the law to your will, then who can you kill, right? Oh, here they are, Gavin Van De Loop and Josh Sherman. Get them on the way to City Hall, get the documents they're carrying. The business partner is Dima Popov, extremely rich, extremely paranoid, and extremely horrible. Don't cry for this guy, no one else will. He's renting a place up in Richmond Glen. Just him and a huge security team. Get close to him, take him down, and after that we should be ready to go. Und damit hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 mit dem ganzen Unrated Gaming Squad. Leute, hier ist Björn von Burn Television und auch ich begrüße euch hiermit zum Unrated Gaming Squad GTA Online Event, und zwar dem Gefängnisausbruch der Heist-Mission mit Gibi. Hi. Und Alice. Und Alice. Hallo. Total die dürfen wir natürlich nicht so vergessen. Wer noch? Ja, heute die letzte Mission, da bin ich mal gespannt drauf. Jetzt müssen wir noch drei Leute ausschalten oder so? Wir müssen müssen zwei Anwälte, glaube ich, ausschalten. Genau, also und einen paranoiden Typen. Genau, und da eine ganze Security davon, von dem paranoiden Typen. Einfach mit einem Widmen machen. Einfach mit einem Widmenmacher rein, genau. Das habe ich dann so auch noch nie gesehen. Warte mal, Granate, Widmenmacher, Lenkraketenwerfer, Präzisionsgewehr, Scharfschützengewehr, Heillöser, Höllenboote, der hört sich doch super an. Okay, also wir merken schon, Raphael ist da richtig heiß. Ich denke auch, Raphael, wir sollten uns diesmal splitten. Von links und rechts ran. Du nimmst schlau. Die eine Mission und ich die andere. Das haben wir beim letzten Mal nicht getan. Genau, und diesmal oder? Hat man die beiden. Ja, nee, wir waren zusammen wieder. Und haben genau, zugehört, wie das andere abgegangen ist. Okay, wir bestätigen das. Und dann würde ich mal sagen, ihr seid alle bereit? Ready. Dann legen wir los. So, ich bin aktuell mit Alice unterwegs. Ja, nicht mit Gibi. Dann bleiben wir doch so. Ja, geht für mich klar. Alice? So. Du hast ein Scharfschützengewehr? Ah, nee, das kriegen wir ja so. Was nehme ich denn für Klamotten? Hier, all glatt. So. Ja, so. Ich habe schon Scharfschützengewehr, sorry, später okay. Reaktion. Nee, alles gut, Alice. Ready. Also du bist noch dabei. Okay, ihr seid aber bereit? Dabei? Gib ihn gleich noch nicht, der muss noch Maske suchen. Ja. Okay. Also, Alice, für dich, kurze Erklärung. Wir fahren quasi zum Rathaus. Nehmen gegenüber Stellung auf dem Dach. Da kommen zwei Anwälte raus. Oder ich glaube sogar nur einer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr. Den müssen wir erledigen und dann relativ schnell wieder flüchten. Also wir fahren mit dem Auto dahin. Ich platziere das auch so, dass uns nicht sonderlich viel passiert. Ah, da ist der blaue Kuruma. Ja. Björn, schon mal hinter dich, mein neues Auto. Ja, schön. Du musst zu mir ins Blaue. Ja. In den blauen Kuruma vorne. Ich hab bloß gerade nicht. Aber warte mal, ich steig bei dir ein. Ich glaube, das ist schneller. Ja. Ich komm zwar wahrscheinlich jede. Ich hab mal die größte Wumme mitgenommen. Ja, hier, wenn, dann fahren wir richtig. Tschüss. Viel Erfolg, Leute. Tschüss. Schau, wer ist zuerst stirbt. Das ist unter Kontrolle. Gibi! Das Auto ist, glaube ich, teuer. So lange ist es explodiert. Alles in Ordnung. Ich warte drauf. Unser Weg ist jetzt nicht allzu weit, aber ich glaube, eurer auch nicht, zu der Villa da hoch. Nee, dieser wir sind Weg fast schon da. Soll kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Keine Ahnung, mein Hirn spielt teilweise verrückt. Ja, ist glaube ich gerade nicht der beste Interpret, den man nee, wiedergeben sollte.
Vor allem in dieser Kuruma-Zeit. Okay, das war ein schlechter Wort. Kuruma-Zeit. Ja. Genau. Okay, das rein theoretisch schon, können wir hier aussnipen, oder? Also hier können wir ja auch schon die Maske anziehen, oder? Oh ja. So. Oder? Geht das schon? Nee, geht noch nicht. Nee, geht irgendwie noch nicht. Okay, egal. Oder sollen wir rein mit Schalldämpfer? Ah, jetzt können wir die Maske anziehen. Ich glaube, wir sollen erstmal sagen, warte, Maske, denk an die Maske. Ah, warte mal, wie ging die nochmal? FG? Nein, nicht eigentlich. G war's bei mir. Ich weiß nicht, was ist das überhaupt für eine Waffe, die ich da hab? Nimm am besten die Sniper, ja? Ja, hab ich mir auch gerade überlegt. Vielleicht nicht die beste Idee. Okay, sag Bescheid, sobald du jemanden im Visier hast. Ich nehme die ganz links in diesen, in den Rondell. In dem Rondell. Ich nehme den oben auf dem Balkon. Okay, dann. Da kommen die Anwälte drei, an. 3, 2, 1. Okay. Sehr gut. Wo sind sie? Ich sehe keine mehr. Die kommen mit Autos an. Ja, okay, dann müssen wir uns. Und dann steigen sie aus. Hier wir können vielleicht hinten hoch ein bisschen im Berg. Genau, also gegenüber. Ja, ich nehme mir den Wagen. Dann sind wir mobil. Ja. Ja, nimm den Wagen mal mit. Ich laufe schon mal ein bisschen vor. Ich weiß nicht, wer. Ich nehme sonst den unteren. Okay, alles klar. Dann loslegen. Ich höre nur hinten. Brz. Den einen habe ich getroffen. Hast du ihn getroffen? Sehr gut. Ja. Weg hier. Aber wir brauchen erst die Tasche. Oh. Okay. Dann nehmen wir ein anderes Gewehr. Schleichen. Okay, ich springe hier runter. Da sehe ich noch einen. Du. Dann schalt ihn aus. Okay, wir fahren. Bam! Oh, au! Wir steigen in den Wagen. Steigen in den Wagen. Ja. Ausgeschaltet. Okay. Ich fahre vorne rum. Okay, er hat dann können wir da hin holen die Guards, schalt ihn aus. Oh, nee, nicht da. Okay. Ich fall auf. Okay, ich platziere dich so, dass du die Tasche einsammeln kannst. Aha. Warte, bleib noch drin. Aha. Weil, wo liegt die Tasche? Da liegt sie. Steig schnell aus, hol sie. Ich glaube. Warte, Entschuldigung. Hoffentlich lebst du noch. Ja. Okay, steig ein. Sehr gut. Steh, weg. Okay. Weg mit dir. Das war ganz schön knapp. Ja, das war wirklich knapp. Ich glaube, du hast nicht mehr so viel Leben, nehme ich an. Nee. Okay, alles gut. Wir sind noch dabei. Ah, da ist der. Warum steht er denn auf dem Vorder? Junge. Den haben wir ja voll gut gemacht. Ja, das ging jetzt sehr schnell. War ein bisschen ungestüm von mir. Ich bin da auf die Fresse geflogen. Wo ist er? Warte mal. Oh. Der ist gefahren, der Asi. Nee, alles gut. Oh, der Asi ist weg. Nimm meinen Wagen und ich glaube, die kommen nicht da hoch. Ja, ich bin auch gerade da drin. Wir müssen alle runter. Da vorne können wir runterspringen. Ich habe fast keine Sorge. Soll ich einfach fahren, oder was? Ja. Was denn? Ich fahre ihn schon mal in den. Ja, Leute, das ist sehr langweilig bei uns. Alice, ich nehme dann mal oben hin, wenn es passt, ne? Ja, genau. Schnell erledigt. Ja, das war's. Nimm du den Chester. Jetzt muss ich erstmal wieder mit sowas Auto fahren können. Baum! Oh. Ja, also, das war jetzt die beste Action überhaupt. Nein! Okay, danke, Jungs! Nein, Leute! Ja, Der ist irgendwie geflohen. Der ist irgendwie auf einmal weg gewesen. Ich bleib. Ja. Soll ich von unten kommen? Du machst oben. Also, ich stehe unten auf der Straße direkt. Ja, hätte ich gesagt, wir machen. An eure oder müssen, wir ihn nicht einfach ausschalten, weil sonst komme ich von unten mit einer Sniper und baller einfach auf den Balkon. Ja, ich glaube, wir müssen ihn einfach nur umbringen. Ja, dann komme ich von unten, du von oben. Okay. Dann. Und ich schau dann einfach mal rein. Neustart. Ja. Es waren mal so präzise und ruhig, aber ich glaube, der eine war irgendwie, hat es auf einmal bemerkt, dass wir da ein paar umgelegt haben. Ja, so vielleicht. Zufällig. Macht nichts. Eventuell. Kriegen wir auch noch hin. Ja, bekommen wir schon. Hey, Björn, also, hast du eigentlich schon mein Auto? Okay, gesehen? Dann laufe ich runter. Nein, noch gar nicht. Okay, wenigstens spawnen wir hier wieder. Ja, zum Glück ist unser Auto noch da. Und das steigen wir als erstes ein und platzieren es natürlich wieder. Wahrscheinlich schon. Diesmal renne ich dich guck mal, mein Auto ist auch da, dann fahre ich direkt runter. Ja. Oh. Okay, ich. Das steht da hinten, da übrigens. Ach, scheiße. Oh, jetzt hätte ich fast noch die Tür. Okay, dann schalte ich den von unten direkt aus und dann sollte eh alles passen. Und mit dem Geländewagen gleich kann ich da direkt einfach runterbrettern. Ladies first. Damit du mir unter den Rock gucken kannst. Welcher Rock? Ich wollte eher sagen, lass bloß keinen ziehen.
Zum Glück habe ich einen Geländewagen, der jetzt festhängt, glaube ich. Nicht, hängt er nicht. Okay, Raphael, bist du in Position? Warte, gib mir eine Sekunde, ich suche gerade noch einen guten Punkt, wo ich... Entweder ich fange ihn ab, gleiches oder... Spiel wie eben. Ja, ich nehme wieder den unteren. Ich bin bei seiner Einfahrt. Okay, perfekt. Ich blockiere mit meinem Wagen und stelle mich mit dem tödlichen Hullenhund hin. Okay, du sagst mir dann, wenn du soweit bist. Ich bin ready. Okay, gib mir einen Moment. Yep. Wo sind sie denn? Wo ist denn der Höllenhund? Witwenmacher? Die haben ja beim letzten Mal auch eine Weile gebraucht. Ja, da sind sie. Okay. Dann. Ready? Ready? Okay, okay, los. Ich wär soweit. Ich bin auch ready. Scheiße. Dann Scheiße. Ein, zwei, geschossen. Eins, go. Ich hab ihn getroffen mit der Tasche. Nein! Wir haben versagt. Oh nein! Oh. Kein Problem, also ich habe auch drei. Also ich weiß nicht, ob es so gut ist, aber ich kann unten nichts sehen. Ich habe jetzt einfach mit dem Raketenwerfer mal hochgeschossen. Ja, das klingt auch eine gute Idee. Okay, cool. Warte mal. Was? Einfach mit der Panzerfaust, geht das auch? Er sagte ja, ein Schuss, zwei Schuss, zwei Treffer. Wie wäre es mit einem Schuss, beide Treffer? Ja, ich hatte keine andere Wahl, ich habe nichts gesehen. Also habe ich einfach random Damage gemacht. Wir testen das mal. Alice, ein Versuch ist es wert. Es tut mir leid, im Voraus schon, Jungs. Was war jetzt eigentlich bei euch? Was ist bei euch schiefgelaufen? Einen Schuss. Wir haben nicht getroffen. Ja, wir haben nicht getroffen, da sind sie halt gerannt. Au. Aber zumindest besser, als wenn wir schon alles erledigt haben und dann. Und dann versagen die anderen. Ja, das versagen die anderen. Hey, dafür können wir nichts. Es war ein blöder Zufall. Wir rennen einfach hoch, wir lassen das jetzt hier. Wir rennen dann einfach runter oder ins Auto, das reicht ja. Der Typ geht mir jetzt schon auf den Sack. Also, wie ist der Plan? Also der Plan ist, ich benutze jetzt die Panzerfaust und sobald sie ausgestiegen sind, feuere ich direkt den Wagen. Vorsicht, also alle in die Luft vorne runter. Okay. Das sollte eigentlich... warte. Wo ist er denn? Panzerfaust. Hier. Wo ist er denn? Wo ist die gute Panzerfaust? Gerade wieder am Übertreiben. Ich fange mal schon an zu schießen. Schieß einfach los. Wir müssten Schalldämpfer haben. So, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Hab schon zwei. Nice. Ich muss ihn doch einfach nur mit der Panzerfaust rauslocken, dann läuft er eh zu mir, oder? Also funktionieren müsste es. In der Theorie, ja? Mal ja, in der Theorie. Okay, ich muss nur warten, bis sie ausgestiegen sind. Mhm. Ja, the target is running. Es kommt genau auf mich zu jetzt, glaube ich. Okay, alles klar. Nein, wir dürfen es nicht. Wir müssen snipern. Die Akte wurde zerstört. Okay. Ich hab's mir aber schon ein Versuch war es wert. Es war ein Versuch wert. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja, gut, sehr dass schön. Die Ladezeiten so kurz sind. Ja, ja. Das ist tipptopp, ja. Vor allem man hat ja auch keine Zwischensequenz jedes Mal. Ja, genau. Ach, schön. Schaffen wir. Ja. Schaffen wir. Wir haben es beim ersten Mal auch geschafft. Morgen früh um 5 sind wir fertig oder so? Ja, ja, wir wollen keine zwei Videos draus machen. Wir sind schon beim zweiten. Schon auf 5 Minuten gestreckt, Leute. Gut gemacht. Okay, und herzlich willkommen zurück auf Burn Television und Dagdamus. Er macht noch eine Anmod. Ich schneide einfach. Ich weiß noch nicht genau, wann ich schneide. Bei mir steht 18 Minuten halt oben. Also bei mir sind es 14. Hast du eine Doppel-Anmod? Ich habe eine Doppel-Anmod. Nein, das ist eine spaßige Anmod. Doppel hält besser. Doppel hält besser. Anders, oder? Dreifach hält sich super. Ja. Bitte? Wo steht eigentlich dein Auto? Oh! Das ist nicht gut. Ich hab drei ausgestattet. Ja, dann müssen wir halt mit meinem danach. Aber es ist halt nicht so gut. Werden wir schon hinkriegen. Okay, du wieder kam der in deine Richtung, Raphael? Ja. Er kam in meine Richtung, weil da steht sein Auto. Der fährt mit dem Auto weg nach unten. Da ist die Einfahrt von seiner Menschen. Okay. Ja, dann bleib ich hier oben weiter oben bei der Einfahrt. Wie nah komme ich ran? Ja. Okay. Ich glaube, wir müssen kurz atmen. Man kann zoomen! Ja, natürlich, was sagst du? Man kann ja zoomen! Da kommen sie. Da kommen sie, da kommen sie. Da geht die Stimme ganz hoch. Okay. Okay, jetzt. Fuck. Ah, jawohl! Nein! Okay.
Gut, wurde er angefahren. Habe ich den gerade eiskalt mit der Panzerfaust erwischt? Ich glaube schon. Oh, ich brauch's Maschinengewehr. Yo, das hat funktioniert, jetzt weg hier. Au. Wow. Fahren wir nach oben aus der Stadt raus, oder? Okay, da ist dein Auto. Ja, du schnell. Fährst, oder soll ich fahren? Nee, fahr du lieber. Okay. Ja, wo ist mein Auto? Warte, so. Warte, bis das Rad okay. Die Unterlagen einsammelt. Dann müssen wir uns wirklich beeilen jetzt, weil wir haben keine Panzerung. Ja. Wow. Okay. Ich sollte keine Scheiße bauen! Ich sollte keine Scheiße bauen! Ja. Burn TV beobachten. Wir können beobachten. Komm, wie? Raphael. Ich komm nicht rein! Crew beobachten. Hm? Crew beobachten. Okay, jetzt muss ich aber. Jetzt muss ich ganz schnell, weil ich bin schnell gleich tot. Oh nein! Schick! Nein! Björn zuschauen! Oh. Weh, macht was kaputt! Okay, ich fahr weiter, weil du bist. Fahrt. Ah, da vorne bist du. Oh, aber ich hab eh keine Sterne mehr. Okay, aber ich steig ein. Oh, Björn hat 3 Sterne. Schnell, rein! Schnell! Fuck! Flieht, ihr Narren! Ich glaube, ihr habt so einen Platten. Leichten Platten. Also nicht wirklich einen Platten, sondern mehr Schienensystem. So ein bisschen, ja. So ein bisschen halt. Aber ist schon okay. Aber hey! Hast du das Crew Emblem gesehen? Ich sehe noch die Quest, holt die Unterlagen. Habt ihr schon alle geholt? Hol die Unterlagen, stimmt. Nein, sie hat sie ja verloren. Sie ist gestorben. Ja, gut, dass ich dabei bin, Leute. Ne? Ich hab's auch gerade gelesen. Oh mein Gott. Leute. Alles gut. Ich glaube, ihr solltet ein Auto wechseln. Okay, wir sollten ein anderes Auto nehmen. Ja, aber wir haben eh keine Sterne mehr. Stimmt. Ah, gut. Also. Der Orange schaut doch schick aus. Ja, genau. Ja. Den habe ich auch abgesehen. Bäm. Warte auf, jetzt wieder Sterne. Ja, jetzt müssen wir kurz warten, bis. 5 Sterne. Ah, 1 Stern. Ah, 1 Stern. Scheiß drauf. Alter, was ist das für ein Overmod, was ich daran habe? Huch. Ich hoffe, da sind jetzt nicht mehr so viele Polizisten, Alice. Ja, gar keine. Okay. Njung. Kameransicht. Es gibt sogar einen Raumüberfallfilter. Also wird das wie. Ah, da vorne steht mein Wagen, toll. Hä, was macht ihr denn da? Blöder Arsch! Ich warte nur drauf, wegen irgendeinem Blödsinn stirbt einer Schüttelt von uns. Schüttelt die Kopf. Achso, ja, weil wir noch einen Stern haben. Alter, was machst du? Alter, der ist vorne auch schon wieder voll die Deule drin. Man bräuchte eigentlich in GTA so einen Zähler, wie viel man an Wert vernichtet hat an Autos. Oh, das wäre. Das wäre bei mir im Milliardenbereich irgendwie. Ja, bei mir auch. Also vermutlich sehr viel mehr Geld als das, was ich je verdient habe in dem Spiel. Ja. Oh. Oh, ja, ich sehe es. Hä, wie lange hält der Stern denn? Ja, das ist halt so eine Sache. Ich glaube, da muss man sich wirklich irgendwo mal so ein bisschen. Verstecken. Auf einmal eingekreist von der Polizei. Kommen Sie raus! Können Sie raus, wir haben Sie umzingelt! Können Sie nicht laufen! Kommen Sie raus, können Sie reinschauen. Oh, Kopfkino! Ah, ja. Wir haben die Akten. Von den Akten, oder? Wie auch immer. Da. Oh. Ja. Was macht ihr? Okay. Wir haben es geschafft. Mhm. Locker. Wir auch. Easy. Ich finde es auch toll, wie dann da steht, hilft die Unterlagen abzugeben. Ja, habe ich getan. Gut gemacht. Ja, du hilfst nur. Yeah. Du bist nur der Bettler, der hinterherläuft. Ja, boah, die Schönheits-OP hat sich echt gelohnt. Die hat sich richtig gelohnt. Vor allem die Haare, wunderschön. Hilft die Unterlagen zum Plan? Also, im Ernst? Ja. Ah ne, doch schön. Nicht. Schön. Gut. Alter, meine Fresse, wie sieht die denn aus? Wow, Bronze. Nice. Oh Gott. So, Leute. What the fuck? Ich hab den Typen mit einem Panzerfaust gekillt. Ja, das war dann so einfach wahrscheinlich. Und ich seine Leibwächter mit einer Sniper. Ja, schön. Somit haben wir diese, war doch die letzte Mission vor dem Finale. Vor dem Finale, ja. Vor dem Finale. Wir haben das Finale erreicht. Mhm.
Sie haben ihr Ziel erreicht. Finale. Okay, Leute. Sonst haben wir noch zensiert. Ja, wird geladen. Naja, aber es passt doch perfekt. Jetzt sind wir bei 20 Minuten. Perfekt. Eine Folge. Wir haben es doch geschafft. Doppelt anmoderiert meinerseits und mehrfach versucht. Ja, dann würde ich sagen, also, sehen wir uns bei der nächsten Folge, oder? Ja. Was sagst du, Björn? Bis demnächst. Ja, ich würde auch schon sagen, dass wir uns bald wiedersehen bei der nächsten Folge. Ja, in 2 Tagen. Oder? Ja, in 2 Tagen. Ja, in 2 Tagen schätzen wir mal. Ja. Denke ich doch, oder? Ja, müsste nach dem Plan müsste es laufen, ja. Also ja, nach 2 Tagen. Uhr sagt 2 Tage. Okay, 2 Tage, Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao. Alice? Nochmal, Alice, bitte. Man hat es nicht hier gehört, wirklich. Ja. Okay, tschüss. Okay, ciao, Leute. Ciao. Was für eine Abmoderation. Großartig. 3000 Mal ciao. Also, bei mir ladet es einfach noch.